Le elezioni francesi che hanno regalato la vittoria al nuovo Fronte Popolare travalicano i confini nazionali e pongono una serie di quesiti, anche alla luce della difficile composizione delle forze in campo. Ma quali saranno gli effetti sulle relazioni tra Francia e Germania? Lo abbiamo chiesto al ricercatore del Consiglio tedesco per le relazioni estere, Jacob Deutschland Ross. hat, glaube ich, große Sorge mit Blick auf Teile des Linksbündnisses, wenn dieses Linksbündnis tatsächlich in Regierungsverantwortung kommt. La France Insoumise, also eine französische Linksaußenpartei, mit Figuren wie Jean-Luc Mélenchon, der sehr deutschlandfeindlich sich geäußert hat in der Vergangenheit. Aber auch in Deutschland ist die Erleichterung trotzdem groß gewesen, dass das Rassemblement National vermieden wurde. Und jetzt ist viel Unsicherheit, weil überhaupt nicht klar ist, wer die Regierung künftig anführt, wer Premierminister werden wird. Auch die Parteien im Linksbündnis wissen das noch nicht, ob überhaupt dieses Linksbündnis in Regierungsverantwortung kommt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich viel Stabilität gebraucht wird und man sich diese Unsicherheit nicht leisten kann. La Germania nutre più di una preoccupazione sulla tenuta economica e finanziaria francese. Parigi è già fortemente indebitata e la coalizione di sinistra ha fatto costose promesse in campagna elettorale che probabilmente causeranno attriti a livello europeo. Despite world leaders, including Scholz, expressing their relief over France's swing to the left this weekend, experts' eyes are now on how the new coalition could cope if Trump manages to get into power later this year. Liv Stroud in Berlin for Euronews.